Beide Leviathane werden langsamer. Entweder sie haben gar keinen Plan, oder sie stehen kurz davor, einen durchzuführen, der nicht sofort erkennbar ist. In beiden Fällen wird unser klügster Zug derselbe sein. Sie einholen und angreifen. Lass dir ruhig noch mehr Zeit. Bist du dir sicher, dass es der Kommandotransporter ist, Pilot? Ja, wir nähern uns schnell. Feuerreichweite in 6000 Microns. Scorpius, er kann einfach nicht ohne mich leben. Talon sieht den Transporter. Er lädt seine Hauptkanone. Los geht's, er soll direkt in die Schiffsmitte zielen. Direkt in Scorpius, widerlich. Er zielt auf Moya. Verdammt, was zum Teufel macht er? Talon sagt, das wäre ein Warnschuss. Er sendet Moya eine Antwort. Was will er? Einen Kippen. Talon fürchtet sich. Er weiß nicht, was er gegen den sich nähernden Kommandotransporter unternehmen kann. Oh, als ob wir das wissen. Er besteht auf kompetente Führung. Autsch. Also besorgen wir dem Jungen etwas Führung, bevor er sich aufhört wie einer der Menendez-Brüder. Ich mach mich sofort auf den Weg. Talon verlangt, dass wir Crace rüberschicken. Was? Er sagt, er will Crace? Er kann ihn nicht bekommen. Pilot, ich will mit ihm sprechen. Er ist nicht bereit, darüber zu diskutieren. Er sagt, er feuert auf uns, wenn wir nicht einwilligen, Crace zurückzuschicken. Und zwar so... Pilot, Ausweichmanöver! Oh, er macht das nicht. Sie glaubt nicht daran, dass er feuert. Pilot, lass uns diesen Verteidigungsschirm hochfahren. Nur für den Fall, dass Mama sich irrt. Er will nicht. Aber vielleicht hält er nicht. Meine Güte, habt ihr denn noch nie was von Sicherung gehört? Moya ist unverletzt, aber der Verteidigungsschirm ist zerstört. Nein, wirklich? Und ein weiterer Schuss würde Moya beträchtlich Schaden zufügen. Scorpius wird in weniger als 5000 Microns bei uns sein. Ich bringe Crace jetzt zu Talon. Und was dann? Lassen wir Talon dann unter Crace Kontrolle? Unter seiner und meiner. Ich bleibe mit Crace an Bord von Talon. Wow. Für wie lange? Solange es nötig ist, um Talon zu schützen. Er ist sehr intelligent, John. Sobald er erwachsen ist, wird er keinen Captain mehr wollen. Ja, aber Aaron, bis dahin... Ich werde da sein, um die Schäden zu mildern, die Crace anrichtet. Darauf wird sich Crace nicht einlassen. Doch, das wird er. Er hatte längst angeboten, mich mitzunehmen. Und das würdest du tun? Ich sehe einfach keine andere Wahl. Aaron, es gibt immer eine andere Wahl. Die einzige Alternative für uns wäre der Tod, Talon eingeschlossen. Ich werde dich nicht mit ihm gehen lassen. Es gibt keine andere Lösung, John. Es muss eine geben. Wir haben keine Zeit mehr. Aaron. Ich wusste, dass er es wollen würde. Officer Soon, treffen Sie Ihre Wahl? Ich möchte mit Ihnen gehen. Crichton, das ist eine sehr vorteilhafte Wendung für alle Betroffenen. Mit einer Ausnahme, nämlich Scorpius. Crash, ich mag diesen Plan nicht und das wird sich auch nicht ändern. Deswegen benimm dich lieber anständig gegenüber Talon. Und Aaron. Denn wenn du einem der beiden etwas antust, dann bringe ich dich zur Strecke. Das würdest du versuchen. Das würde die Symmetrie aufs Schönste komplettieren, nicht wahr? Mal, als wir hier standen, haben wir uns nicht verabschiedet. Es war ja auch kein Abschied, wie sich dann herausstellte. Dann hoffe ich, dass sich die Geschichte wiederholt. Es ist ein lebendiges Raumschiff.
merkwürdiger außerirdischer Lebewesen. Kann ich da draußen niemand hören? Das hört mich einer. Ich werde von einem Wahnsinn.